Hey ho und let's go mit Ori und dem blinden Wald. Wir sind gerade dabei, noch etwas Backtracking zu betreiben. Ich bin kurz hier nach oben gegangen. Das letzte Mal haben wir ja hier relativ alles abgegrasen, was so zu sehen zumindest ist. Jetzt haben wir auch das und ich wollte ja hier hin. Mir anschauen, wie viel ich mir da holen kann. Minimum die Tür kann ich öffnen. Das ist Minimum. Ne, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. So. Genau. Ansonsten Backtracking-mäßig, ich glaube, hier runter kann ich noch. Also ich zoome ein bisschen rein hier. Hier runter, dann ist die Verbindung nämlich hier vollendet. Vielleicht kann ich auch dahin. Deswegen gehe ich vielleicht auch den anderen Weg. Und dann ist zumindest alles abgegrasen, was ich so intuitiv im Kopf habe, was wir jetzt schon machen können. Ich will jetzt nicht nach jedem Secret schauen und viele, ja, waren ja eh noch blockiert. Aber zumindest haben wir die Dinger und dann ist die Frage, wo wir weitermachen. Weil es gibt ja, das haben wir schon herausgefunden, hier ist der Weg weiter, wenn wir hier links weitergehen, geht das wirklich zu unserem nächsten Ziel. Zum Nebel, das war doch Nebel, oder? Ja, Nebelforst. Jetzt bin ich mir aber immer noch unsicher, ob wir dahin gehen sollen oder zu den Schwarzwurzelgängen. Zudem haben wir seit Anfang an Zugang. Nur es war halt verdammt schwer. Jetzt ist die Frage, soll man da nicht hin? Oder ist es einer der optionalen Ziele, die es nur in der schönen definitiven Edition gibt? Na gut, grasen wir erstmal ab, dann weiß ich es weiter. Ja, Leben wäre gut, oder? Ne, ich bin voll. Kann ich da hoch? Oh, vielleicht hat das Back... Ah, okay. Ich dachte, jetzt hat schon das Backtracking seine Grenzen erreicht. Wow. Der Typ ist gefährlich. Ja, mit der Attacke habe ich ihn aber locker im Griff. Okay, sehr schön. Weiter oben ist nichts. Na, toll. Ich raff nicht, warum hier so viele Türen gibt. Ich finde kein... Ja, kein Schalter, kein gar nichts eigentlich dazu. Meistens ist diese Lampe da. Ich dachte, die hat was zu bedeuten, aber diesmal sehe ich sie auch nicht. Ich habe keinen Schimmer, wie man das öffnet. Na gut. Ja. Ja, dann können wir hier nichts machen. Gut. Dann gehen wir halt kurz außen herum. Yay, Gegner respawnen. Bin ich überhaupt richtig? Alter, so stark waren wir beim ersten Mal, als wir hier durchgegangen sind, nett. Das weiß ich noch. Genau, rechts rum. Also merkt man schon, die bekannten Gebiete werden auf jeden Fall einfacher. Ich weiß gar nicht, ob ich den brauche. Ich mache ihn jetzt mal weg. So, dieses Tor, genau, das konnten wir nicht öffnen. Dann kann ich hier rein erstmal. Und die Fähigkeitenzelle gehört mir. Aber da nach oben kann ich nicht. Schade. Okay. Und hier war ich schon überall, echt? Echt, hier war ich überall? Aber dann bin ich anders hier lang gegangen, gell? Ja, ja, ich erinnere mich, okay. Und da ist nur eine Fähigkeit, soweit ich weiß, gewesen. Oder irgendwas Kleines. Okay, gut. Dann hat sich's erledigt. Hier ist auch nochmal sehr nah. Die wollen mich extra ärgern. Ich habe halt nur kein Schema, wie man diese Tür öffnet. Ah doch, hier ist eine Lampe. Da, seht ihr es da rechts? Okay, dann haben die Lampen doch definitiv was mit den Dingern zu tun. Wir brauchen nur noch die Fähigkeit dafür. Okay, dann gehen wir einfach hier runter. Oh, das wollte ich nicht. Oh, hier ist die Riese. Ich dachte eigentlich, das wird so ein kleiner Bosskampf auch hier mit der Spinne. Aber es kam nichts, was mich stark gewundert hat. Gibt es überhaupt Bosskämpfe? Ich meine, den Vogel haben wir ja wieder gesehen. Der ist auf jeden Fall mit von der Partie. Jetzt kann ich hier nach unten. Das konnte ich anfangs nicht.
Fisch, hau ab. Ich muss mich beeilen. Luft habe ich nicht unendlich. Kann ich mir aber rein theoretisch auch holen. Das wäre nicht unmöglich. Okay, hier ist eine Tür, die kürzt aber letztendlich. Beziehungsweise vielleicht kürzt sie nicht nur ab, sondern bringt mich überhaupt zum neuen Bereich. Ist hier eine Lampe auf der Seite? Wenn nicht, dann ist es tatsächlich eher eine Abkürzung. Ja, tatsächlich. Dann ist es eher eine Abkürzung. Alter. Genau, den Bereich kenne ich. Oben weiß ich gar nicht, ob ich hin kann. Ich will auf Nein tippen. Achso, und hier ist eine Tür dazwischen. Na toll. Okay, ich denke, das hat sich doch früher erledigt als gedacht. Da ist noch eine Energiezelle. Komme ich an die ran so einfach? Ah, warte, 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 doch, doch, doch. Ich erinnere mich, hier wollte ich hin. Genau, hier ist ein Schalter. Diese kann ich schon dank der Stampfattacke betätigen. Ja. Das habe ich im Kopf gehabt. Hier wollte ich die ganze Zeit zurück und ich wusste nur nicht, wo das ist. So. Was hier ist, weiß ich auch nicht. Aber da komme ich eigentlich gar nicht durch, gell? Da war irgendetwas. So. Jetzt ist die Frage, besiegen oder lassen? Seitdem wir die Fähigkeiten haben, dass wir uns auch mit den Fernkampfattacken fortbewegen können. Weg mit dir. So. Du kannst mir auch nichts mehr. Genau, hier braucht man die Stampfattacke und die Unterwasserfähigkeit. Und dafür gibt es eine wunderbare weitere Zelle. Okay, mehr gibt's da nicht. Ist kein Weg dahin. Gut, einverstanden. Dann weiß ich nicht, wohin. Ich denke, alles andere will ich erstmal lassen. Wir haben ja auch recht genug. Das Backtracking sollte ja nicht dazu dienen, wirklich jetzt alles abzuhaken, was wir können. Weil ich weiß es einfach nicht. Sondern einfach, damit wir ein bisschen, ja, ein bisschen was haben. Ich meine, vor dem Level hatten wir kaum was. Vor allem Lebenszellen hatten wir kaum. Und jetzt kann ich mal ein bisschen auch mal was überleben. Das tut auch mal gut. So, dann weiß ich, immer noch nicht. Ich würde, denke ich, nach unten gehen. Einfach, weil ich denke, das ist ein optionaler Bereich. Seid ihr auch der Meinung? Ich habe ein Ja gehört, von daher. Jetzt ist die Frage, was ist der schnellste Weg? Ich denke sogar rechts rum geht kürzer. Ja, ja, hier gibt es gar keinen Weg hin. Ja, ich gehe rechts rüber und dann beame ich mich rüber. Ja, hoch will ich. Jetzt muss ich noch lebendig ankommen. Oh. Was? Noch immer auf der Jagd nach dem Licht vom Hass geblendet. WTF! Warum kommt der her? Ich dachte, die Story geht da weiter! Da! Alter! Vor allem, ich dachte gerade, der Frosch ist irgendwas Besonderes, weil er auf den herangezoomt wurde. Ich hab grad Panik bekommen, Alter. Mach mir halt noch mehr Angst. Ups. So. Ja, da ist noch eine Zelle. Ne, ist jetzt so nix. Ah, der Frosch, der Frosch, der Frosch. Der muss nochmal spawnen. Dann komme ich ran.
Okay, dann kann ich mir noch mal eine weitere Zelle holen. Alter, wie gut das tut. Okay, da war das. Ich schau kurz. Frosch. Respawnt oder muss ich noch ein bisschen weiter weg? Ich muss noch ein bisschen weiter weg. Aber Alter! Kommt einfach hier random. Kann ich nicht rüber? Vielleicht von weiter oben. Ups. Geh mal weg. So. Vielleicht von hier oben. Ne, viel zu weit weg. Okay, da ist aber nichts Tolles, gell? Da ist nur dieser Energiekristall. So, komm mal her jetzt. So. Vier Energiezellen. Ich sage, es geht ab. Okay, wobei ich eigentlich nur hier rechts hin wollte. Der ist natürlich auch respawned. Aber gut, kann ja nicht schaden. Wir kriegen ja für alles eine Idee. Ich denke, ich habe sogar die Fähigkeit geholt, dass ich mehr EP aus denen rausbekomme. Also warum nicht? Wobei ich denke, dafür muss ich jetzt nicht Backtracking machen. Okay, den blauen Kristall brauche ich nicht, aber da ist was. Da ist was. Das reicht nicht. Okay, kein Plan. Dann gehe ich rüber. Nicht blind bitte, danke. So, speichern wäre gut, ja. Das wäre sehr gut. Sonst müsste ich das ganze Backtracking wieder machen. So, jetzt zeig nochmal her. Ich möchte gerne. Ja, ich denke, dahin war's. Dann mal sehen, wie schlimm dieses Gebiet doch war. Vielleicht habe ich auch falsch im Kopf nur und mit den neuen Fähigkeiten ist es kinderleicht. Das kann natürlich auch sein. Okay, also die Gegner sind leichter. Oh, toll. Okay, da komme ich nicht so leicht hoch. Okay, da nach oben möchte ich natürlich auch. Die Dunkelheit, die stört mich nur. Okay, hier komme ich nicht hoch. Ah, ich hätte vielleicht seine Schüsse ausnutzen sollen. Ah, habe ich jetzt nicht nachgedacht. Okay, was ist das da? Was ist das? Was ist das? Okay. Sag's mir halt nicht. Oh, war das eine gute Idee? Ja, nein. Oh nein, hier ist so eine Lampe. Das heißt, ich muss herkommen, wenn ich die Fähigkeit habe. Oder kriege ich sie hier? Schon wieder ein Fähigkeitspunkt oder so. Ich habe aber so ein Gefühl, wir gehen hier drauf. Ist nur so ein Gefühl. Vor allem, weil ich die Dinger nicht schaffe. Brauche ich hier doch eine Fähigkeit? Ich glaube, hier bin ich komplett falsch. Nee, das ist alles nur tot hier. Okay, dann kann man. Das ist aber unfair. Warum kann man hier denn jeden, wenn man nichts machen kann? Oder ich check das einfach nicht.
Diese Lampen, damit kann ich auch nichts machen, richtig? Ja, ich will auch keine Seelenverbindung. Ich drücke nur alle Knöpfe. Naja, es geht einfach nichts. Okay. Nee, ich denke, egal was in dem Bereich ist, ich brauche diese Fähigkeit einfach. Ich schau noch mal kurz, ob ich da ankomme, diese Dingsbums. Ups. Nee. Ja, hier komme ich dran. Okay. Dann nach rechts. Was war da nochmal? War hier was? Also ist wieder diese Lampe, ja klar. Alter, was bist du für ein Fischkopf? Hier ist eine Tür zu. Dich brauche ich gerade nicht. Weg mit dir. Okay. Aber das war. Okay, dann gehe ich hier wieder. Gut, wir schauen uns dunkle, gefährliche Bereiche ein andermal an. Aber weil ich sonst keine Ahnung habe, wie man hier durchkommt. Nee, erstmal speichern, bitte. Ganz wichtig. Und dann gehen wir doch. Kann ich? Nein, ich kann nicht. Ich will noch mal kurz dieses Gebiet checken. Was da ist. Ich habe aber so den Verdacht, dass es einfach nur das zweite optionale Ziel ist. Es gibt ja in der Dingsbums zwei optionale Ziele. Ah. Wenn es das zweite ist und noch schlimmer von der Schwierigkeitsgrad her ist, dann ja. Ist eh vorbei. Hier, der Vogel kommt wieder. So, genau. Zack, zack. Weg, weg. Wie easy das hier ist. Guck mal, der... Na, okay, ich wollte gerade sagen, das ist auch easy, aber hier hänge ich dann doch. Ah! Okay. Geschafft. Warum kaufe ich mir eigentlich keine neuen Fähigkeiten? Merke ich ja jetzt erst. Ich war doch zweimal an diesem popeligen Ding. So. Ah, das war das. Okay, dann habe ich es richtig im Kopf gehabt. Grüne Fähigkeit habe ich nix. Dann kann ich hier nicht machen und ich denke, da ging es ja genauso weiter. Aber warte, ich kann dich doch jetzt besiegen. Ich kann ihn nicht besiegen. Toll. Ey, der tötet mich nicht komplett. Ja, jetzt hat er mir zu viel geschadet, leider. Aber... Ah, ne, hier oben war ich schon. Okay, ja, ich erinnere mich. Okay. Ich dachte, ich hatte noch die Fähigkeit nicht, aber doch, doch. Die Fähigkeit hatte ich schon. Okay, ja, da war nur der da. Und hier ist gar nichts. Gut, dann ziehen wir uns wieder zurück. Und wir gehen ja, rüber wirklich zum neuen Gebiet. Jetzt weiß ich echt nicht, wohin ich sonst könnte. Jetzt ist tatsächlich alles gesperrt. Links ging es gar nicht. Nirgendwo lang, okay. Ich muss mir gleich die Fähigkeiten anschauen. Das machen wir natürlich auch noch gemeinsam. Dann sind wir gut gewappnet, wenn es ins neue Areal geht.
Yes! Wo lang? Rechts am besten. Okay, bleib weg. Vor allem, der sucht den kleinen Orim, weißt du? Ist der Herrscher über alles, aber nicht, ja. Mhm. Ganz, ganz böse. Ich meine, ich mag es auch meistens, wenn es etwas dunkler ist, ja. Deswegen hat es mich vor allem immer früher gestellt, wenn jemand das Licht angelassen hat im Zimmer. Aber bitte, man regt sich schon nicht so auf. Okay, genau, Fähigkeiten. Ich habe 5 Stück. Okay, damit kann ich mich mehr heilen, brauche ich aber so nicht. Turbosprint, okay. Habe ich nicht so scharf drauf. Lebensmarkierung, das will ich. Energiezellen auch. Diese zwei sind wichtig, damit ich sowohl Backtracken als auch im zukünftigen Gebiet besser alles sehe. Ich weiß gar nicht, welcher Lichtstrahl das ist. Ja, mehr Schaden, das wäre gut. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das wäre auch gut, aber das kommt alles später. Gut, dann kaufen. Kaufen. Gut, und das Rest brauche ich 2. Schauen wir kurz rein. Ja, doch, ein paar Fähigkeiten sehen wir jetzt. Sehe ich jetzt hier dieses 1%, was mir eigentlich fehlt? Wie jetzt? Hey. Ich habe doch jetzt alles auf der Karte markiert, oder nicht? Ist es? Ne, das ist nichts. Das ist nur im Hintergrund. Hä? Der Ginsterbaum ist nur das da, gell? Sonst nichts. Ich habe keine Ahnung, was mir fehlt. Aber okay. Die Mondgrotte hatten wir auch fast fertig. Da wird mir aber auch nichts angezeigt. Achso, das da ist es wahrscheinlich. Okay, ja. Okay, ah, hier ist eine Lebenszelle. Doch, doch. Gut. Auch wenn ich nicht verstehe, warum ich nicht alles sehe. Aber okay. Gut, bin zufrieden. Beamen, bitte. Jetzt ist die Frage, was ist der nächste Punkt? Achso. Ja, wie war's mit dem da? Wie war's einfach mit dem Offensichtlichen?